Kalimeras. Hier hinter uns ist die berühmte Akropolis von Athen, das Heiligtum der heiligen Jungfrau Athena mit vielen anderen Göttern. Hier stehe ich auf dem Areopag. Hier hielt Paulus seine berühmte Rede an die Philosophen, an die Stoiker von Athen und sagte ihnen, ihr seid ein Volk, das sehr fromm ist. Ihr verehrt viele Götter und ich habe einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott geweiht. Diesen Gott verkündige ich euch, der nicht in einem Tempel wohnt, sondern der die Welt geschaffen hat. Außerdem zitiert er hier noch einen Dichter Aratos, einen griechischen Heiden, der nicht Jude war, und benutzt dieses Zitat, wir sind aus seinem Geschlecht, um sie darauf hinzuweisen, dass sie alle abstammen von einem Gott und nicht von vielen Göttern. Was für ein Missionar, was für ein interkultureller Missionar Paulus doch war, der trotzdem ein Jude war, trotzdem immer voller Abscheu gewesen sein muss vor diesem Polytheismus, seine ganze Energie eingesetzt hat, den Griechen ein Grieche war, um wenigstens einen zu retten. Nun, das tun wir auch. Wir verkündigen Muslimen Christus aus dem Koran. Wir verkündigen, dass Jesus Christus das Wort, das Kelimat Allah ist. In der Sura Al-Isra 39 heißt es, dass Al-Masih Isa is bi kelimatin min Allah wa hasuran wa Sayyidan wa Nabiyan min al-Salihin. Er ist das Wort Allahs, er ist der Heilige. In der Sura An-Nisa 171 heißt es, dass Al-Masih Isa wa kalimatuhu al-kaha illa Maryam wa ruhun minhu. Das ist sein Wort. Jesus Christus ist sein Wort und Geist von ihm. Und in der Sura Maryam, Aja 34, heißt es, Selika Isa ibn Maryam kaul el-haq ala defi yamtaruna. Jesus ist das Wort der Wahrheit. Er ist nicht nur das Wort der Wahrheit, er ist der Einzige, der heilig ist. In Sura Maryam, Aja 19 heißt es, Kala inama ana rasulu rabiki lihaba laki gulaman sakian. Der Engel Jibril sagt zu Maryam, ich schenke dir einen reinen Sohn. Warum ist für uns als Christen so wichtig, dass ein reiner, ein Heiliger, der das Wort Allahs ist, für uns gestorben ist? Weil Allah, weil Gott den Menschen eine Rettung, einen Retter geschenkt hat. In der Sura As-Saffat 107 heißt es, وَفَدَيْنَهُ بِثِبِهِينَ وِينَ. Allah hat den Sohn Ibrahims ausgetauscht durch ein außergewöhnliches Opfertier. Nun, wir eifern diesem Paulus nach, der hier auf dem Areopag kulturkontextuell gepredigt hat. Und wir tun das mit ganzem Eifer, um auch einige der Muslimen Jesus Christus zu präsentieren aus dem Koran. Gott möge sie segnen.